Aufgabe 8d. Die Frage ist, wie viel von dem Quadrat, von dem Quader, hat kein Zeichen, also kein Punkt, hat keine Markierung? Das ist die Frage. Wir sehen, dass alle Außenflächen, Außenfläche im Sinne von all das, was außerhalb von dem, also all das, was nicht innerhalb ist, wie zum Beispiel da, da haben wir jetzt eine Fläche, das ist eine innere Fläche, die hat keine Markierung. Auch die Fläche da unten hat keine Markierung, die geht ja dann bis dahinter. Genauso wenig hat auch die Fläche, die dann da oben innen dran kommt, hat auch keine Markierung. Und die Fläche da oben auch, die hat auch keine Markierung. Das sind einmal vier Flächen. Genau gleich sieht es auch aus, wenn wir jetzt da eine das Gleiche würden wiederholen. Das kommt ja dann bis da rein. Das ist eine Fläche, eine innere Fläche ohne Markierung. Da unten natürlich auch. Da eine auch und oben dran auch. Das sind wieder vier Flächen ohne Markierung. Hinten dran genau gleich. Also, jetzt haben wir hier haben wir vier Flächen ohne Markierung gefunden, jeweils. Da hinten auch und da einen auch. Also haben wir hier 4 mal 4 Stück, oben drauf 4 und unten drauf 4. Das sind 6 mal 4 Stück. Bedeutet also 5 plus 1 mal 4. Und das sind 20 plus 4 Stück, also 24 Stück. Wir haben also 24 Quadratflächen ohne Markierung. Gut.